So, meine Freunde, wieder zurück in Nürnberg angekommen. Ich war jetzt ein paar Tage länger in Berlin als erwartet und leider habe ich aber meine Inliner-Bike-Kette Caputo vergessen, weshalb ich eigentlich nächste Woche wieder nach Berlin muss. Jetzt gerade bin ich auf dem Weg zu Hiram von Upcycle und wir beide machen uns heute auf den Weg nach Dresden, wo wir eine Upcycling-Werkstatt besuchen werden. Der Hiram erzählt uns gleich noch ein bisschen mehr davon. Und dank Sonja haben wir das Auto bekommen, mit dem wir uns da auf den Weg machen können. Vielen, vielen Dank, Sonja, nochmal. Hiram, wo gehen wir heute hin? Was ist genau der Plan? Wir gehen zu Dresden und wir besuchen eine Precious Plastic Werkstatt, heißt Kunststoffschmiede. Und wir suchen eine Lösung für den Plastikmüll. Falls ihr Precious Plastic noch nicht kennt, handelt es sich um sozusagen einen Bauplan, der aus den Niederlanden kommt und wo sich Dave Harkins überlegt hat, wie wir vor Ort einfach Plastik selbst recyceln können, weil wir verschiffen das ja sonst immer nach Asien, irgendwo nach China. China hat dann auch 2017 auch irgendwann gesagt, wir wollen jetzt euren Plastik nicht mehr haben und sollten aber eigentlich verstehen, wie wir das selber vor Ort machen, damit wir überhaupt nicht mehr irgendwas wegschicken müssen. So, meine Freunde, ein kurzer Boxenstopp. Wir müssen jetzt hier ganz kurz ein bisschen tanken. 5 minutes later. So, meine Freunde, verrückte Sache. Ich war jetzt hier gerade tanken. Bin an der Tankstelle Mahlzahn im Vogtland Süd. Und irgendwie ging die Tankstelle nicht so richtig. Und man musste erst reingehen, sie freischalten lassen, weil bei denen das Netzwerk ausgefallen ist. Und dann haben die einen nur so viel tanken lassen, wie man eben Geld vorzeigt. Ist euch das mal passiert? Irgendwie lasst mir das mal in den Kommentaren. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und in einer Stunde sind wir dann auch endlich da. Meine Freunde, wir sind jetzt hier gerade in Dresden angekommen bei der Kunststoffschmiede. Könnt ihr auch mal bei Instagram schauen, @kunststoffschmiede. Ever think about these logos and your plastics before? Here's why you should. They tell you what kind of plastic a product is made from. And they're actually the key to becoming a better recycler. So, meine Freunde, wir haben jetzt jemanden getroffen von der Kunststoffschmiede. Das Ganze ist ja momentan so ein bisschen in Winterpause, weil das Ganze hier in diesen Containern stattfindet und natürlich leider nicht beheizt ist. Aber wir kriegen jetzt eine kleine Tour durch die verschiedenen Container und mal gezeigt, was es hier alles zu sehen gibt. Kunststoffcontainer, hier kommt der Plastikmüll quasi erstmal hin. Hier oder da draußen kann man auch sammeln, da ist so, können Leute was abgeben. Und immer wenn wir Lust haben, dann kommen wir her und sortieren das, machen es sauber. Da ist so eine große, so eine Industrieküchenanlage quasi. Mhm. Okay. Schon so viel sauber uns zu organisieren oder auch selber von zu Hause mitzubringen. Neulich hat jemand hier, da waren Fräserköpfe drin. Okay. Einfach nur zum Transport wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Und die bleiben übrig. Wir haben massig viel davon und die gibt's, also die sind jetzt durchsichtig. Aber wir haben auch ganz viele in anderen Farben noch. Und das ist alles, steht hier drauf. Das ist gut gekennzeichnet. PP. Das braucht man immer, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt hier diese ganze Kiste voll PP. Dann könnt ihr das komplett reinschmeißen. Wir wollen das nutzen. Da kann man den quasi komplett mitnehmen. Zu sortieren. In Farben, aber wir können es nie ganz sicher sehen. So, meine Freunde, jetzt haben wir gerade gesehen, wie das Ganze geschreddert wird. Und jetzt schauen wir uns mal an, was daraus dann gemacht wird. Habt ihr dann sozusagen eigentlich hier größtenteils alles so von 1 bis 7, wenn man das so runterbrechen könnte, oder? Prinzipiell 5 PP und das HDPE oder LDPE, also die 2. Die 1 PET lässt sich ganz schlecht recyceln. Aber jedenfalls ist das Endprodukt immer nicht so cool. Deswegen konzentrieren wir uns primär auf die 5, auf PP. Das ist super. Und auf die 2 auf PE. Und PS kann man auch nehmen.
Und wir haben dann am Ende unsere verschiedenen Maschinen. Man braucht ja immer Hitze und Druck. Wir haben hier den Ofen, das ist einfach nur ein normaler Ofen. Und da kann man dann so Formen mitmachen. Und hier hört man so Fressen, da kann man das dann auskühlen lassen unter Druck. Das ist auch ganz cool. Also meinst du zum Beispiel so Schalen? Eine Schalenform. Achtung, mit dem. Da kann man dann so. Dann packt ihr die mit rein und dann wird es erhitzt und dann geschmolzen und dann gepresst. Genau, das kommt oben rauf. Das heißt, es liegt runter, wenn es schlüssig wird. Und dann wird es nochmal unter Druck ausgekühlt. Und dann, wenn man es aufmacht, dann kann man die Schale heraus. Das sieht dann quasi so aus wie das hier. Und wie habt ihr diese Form jetzt? This workspace can turn plastic trash into, let's say, beautiful balls in any color. Or strong wall grips. And with precise molds, it can make precise objects. Or simply make any wall more beautiful. Gemacht? Also geschweißt. Geschweißt? Mhm. Aber habt ihr dann hier irgendwie in eurer Schmiede, also in der Schmiede, ja? Dann naja, also die Kunststoffschmiede ist nur einer von den Werkbereichen. Genau. Vom Konglomerat. Ja. Das ist so ein Verbund offener Werkstätten und da gibt es auch eine Metallwerkstatt. Es gibt auch eine Holzwerkstatt und eine Siebdruckwerkstatt und eine Nähwerkstatt und so. Und dann könnt ihr das da alles sagen. Und was passiert jetzt gerade hier? Die bügeln so Küchen zusammen. Und dann habt ihr einfach eine Schicht danach, oder? Genau, dann haben wir so ein großes Plasteding und versuchen daraus vielleicht ein Kostüm zu machen. Oh, und dann nähen, oder was? Ja. Und das habt ihr daraus gemacht? Lineale, unsere Klammern, die sind hier drin. Wir benutzen es viel, um so Kaffeetüten und so zu machen. Das ist immer super fresh. So wie, kannst du auch als Wäscheklammern auch wirklich nutzen. Oder für Blumen, so eine Dosen und verschiedenstes. Cool. Also die Kaputtbox, aber die Boxen, Holzboxen. Aber das ist ja auch, das habt ihr aus dem Reden. Nee, das ist das? Aus Plexiglas, aus der Form. Okay. Ich zeig euch gleich, wie das geht. Geht für euch alles gut, ja, ne? Ich glaube, es. Genau. Man kann quasi aus Plexiglas, da haben wir auch ein Video schon zugemacht, wie das geht, einfach so Formen ausschneiden und was raufgravieren und so weiter. Und am Ende muss man immer ein Loch reinmachen. Kann man das zusammen machen mit so einer Metallunterstützungsform. Und dann kann man hier Reinspritz gießen und dann hat man am Ende diesen Affen zum Beispiel. Okay. Als Pfeilerhaken. Und dann die Form halt, das, was man da reinritzt, das ist dann auf der anderen Seite wie das Lineal. Die genau, okay. Genau, so ist es. Richtig gut, hält aber nicht so lange. Und dann können wir so Formen aus Alu fräsen. Also die sind selber gefräst. Hinten, wir haben auch so eine große CNC-Fräse. Die kann man dann auch zusammen machen. Haben dann aber in diese Öffnung kommt das... Kommt das Plastik. Dann, und das macht ihr dann hier zum Beispiel? Genau. Oder? Hier unter ist so ein beheiztes Rohr. Und dann gibt man hier das Granulat rein, was wir drüben geschreddert haben quasi. Hier oben drückt man dann das Plastik, das Geschmolzene, ja, von unten raus. So eine ganz kleine Düse, eine kleine Öffnung. Da kommt es quasi wie so eine Zahnpasta. Das ist jetzt eine kleine Figur gewesen und woher wisst ihr, wie lange ihr dann drücken müsst? Weil merkt man sehr gut, genau. Also bei den Plexiglas sieht man das auch, weil es flüssig ist. Aber genau. man merkt bei den Metallformen, man drückt, es geht und dann stoppt, geht nicht mehr, weil okay, der Druck zu hoch ist. Und dann weiß man, okay, entweder ist es schon ausgekühlt auf dem Weg, dann ist die Form nicht komplett gefüllt oder die Form ist komplett gefüllt und dann wartet man noch kurz. Und wie lange bis die Form ist gut? Kann man sofort. Sofort. So, meine Freundin, das war's jetzt von unserer Tour hier in Dresden. Wir haben hier die verschiedenen Container gesehen, in denen das Precious Plastic aus Dresden mittlerweile stattfindet. Und das Ganze wird geleitet von der Kunststoffschmiede, die hier mit im Konglomerat ist. Das Ganze ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Werkstätten, die es hier gibt. Auch, wie wir vorhin gehört haben, eine Schmiede, die dann eben zum Beispiel auch der Kunststoffschmiede hilft, indem sie bestimmte Formen herstellt. Wir sind schon gespannt, wann es sowas mal dann in Nürnberg zu sehen gibt, sowas schon mal vorstellen können. Dann wird es das Ganze vielleicht auch in einer ein bisschen anderen Form auch für Absicht geben, um dann auch die Zigarettenstummel verwerten zu können. Schaut auf jeden Fall noch bei Hiram auf Upcycle vorbei, schaut auf Instagram vorbei. Ich verlinke das Ganze nochmal unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht es gut. Listening to the beat. Listening to the beat.